Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück, ihr Masters of the Universe, Masterverse-Fans. Es gibt ein weiteres Deluxe-Set im heutigen Video, und zwar der New Eternia Ram-Man. Sehr cool. Ich mag Remy, ne, einer meiner Favorite Characters aus der Filmation-Serie. Und auch in Revelation konnten wir ihn tatsächlich sehen. Und ich bin auch ehrlich zu euch, wenn ich das hier schon sehe, das sieht tatsächlich eher auch aus wie die Revelation-Version. Ne? Also man hat ihn ja nur ganz kurz gesehen, aber egal, passt auf jeden Fall auch zu eurer Revelation-Sammlung. Ich hatte ja noch gesagt irgendwo, ich glaube in einem Stream oder in irgendeiner Vorschau, na, ich hoffe, dass das Metall an seiner Rüstung wirklich metallisch aussieht, dass da nicht wieder was geändert wird. Und so auf den ersten Blick würde ich sagen, sieht das tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Auch das ganze Zubehör mit den ganzen Referenzen wahrscheinlich nochmal auf die Mini-Comics, da habe ich aber leider keine Ahnung von. Das könnt ihr mir dann gerne, ob wie immer, unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, großes Deluxe-Set, weitere breitere Packung wieder, ne, mit dem New Eternia-Schriftzug. Das Ganze natürlich wieder von Mattel. Ab 6 Jahren aufwärts. Hier ist der Schriftzug und hier ist das erste Artwork für euch. Und da können wir Ram-Man eigentlich erstmal in einer ganz normalen Version sehen, aber darüber dann halt auch nochmal die New Eternia Rüstung und die zwei Köpfe, die halt mit dabei sind. Schon mal vereint in einem Artwork, finde ich persönlich gar nicht schlecht. Gefällt mir soweit. Und auf der Rückseite geht sie ab, die wilde Luzi. Da ist Ram-Man in voller Rüstung und bricht gerade durch eine Wand. Das finde ich auch sehr nice. Ich muss mal gerade gucken, es verstecken sich hier immer so ein paar Kleinigkeiten irgendwie auch in den Verpackungen. Hier sind so zwei Soldaten halt noch zu sehen, aber ich kann nicht ganz genau erkennen, was das für welche sind. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark aus, oder? Das ist wieder ein richtig schönes, kraftvolles Artwork auf jeden Fall. Nochmal mit so einem leichten Planeten im Hintergrund. Schön gemacht. Gefällt mir soweit. Weiter unten, liebe Leute, gibt es noch eine kleine Vorschau aus der aktuellen Welle. Da ist noch der Revelation Merman, dann der Princess of Power Grislor, Buzzoff ist mit dabei, die New Eternia Version und auch Faker in der New Eternia Version. Solltet ihr Interesse daran haben, schaut einfach mal in meine Playlist. Ich denke mal, dass die meisten davon sicherlich auch bei mir schon zu sehen sind. Die Figuren machen einfach Spaß. Und ich würde sagen, wir packen Remy jetzt aus und dann schauen wir uns erstmal die reguläre Version an, würde ich sagen. Da haben wir ihn und ich muss sagen, der hat eine Überraschung auf jeden Fall parat. Mattel hat eine neue Art von Material benutzt, ne, was wir so auf jeden Fall noch nicht an den Figuren gesehen haben. Also der ist schon relativ individuell tatsächlich. Und ich muss sagen, mir gefällt er auch wirklich sehr gut. Gerade so die Farbgebung und alles. Remy sieht sehr gut aus. Also das ist schon wirklich eine sehr coole Figur. Natürlich, da das hier eine Masterverse-Figur ist, gibt es hier kein Action-Feature. Also erwartet dann bitte nicht, dass ihr ihn wie bei der Origins-Version oder bei der Vintage-Version runterdrücken könnt, sodass er hier so eine Springfeder drin hat, damit er so nach vorne schnellt. Das gibt es hier natürlich nicht. Das ist natürlich auch hier wieder eine rein optische Figur. Aber die Optik von Remy ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Jetzt natürlich nochmal fixen Größenvergleich für euch. Bevor wir in die Details reingehen, Ram-Man müsste eigentlich kleiner sein als He-Man, oder? Ja, definitiv hat auch da Mattel dran gedacht, Remy ist kleiner. Er könnte doch ein bisschen breiter irgendwie sein, oder? Aber ansonsten vom Scale her würde ich sagen, passt mir das auch soweit. Schauen wir uns das Ganze mal in der Nahaufnahme an. Erstmal sein Gesicht finde ich persönlich sehr nice. Mir, wie gesagt, es sieht aus wie die Revelation-Version so ein bisschen. Ne? Da bräuchte jetzt Mattel meiner Ansicht nach auch keine neuen Ram-Man noch veröffentlichen. Das passt mir soweit. Was wirklich gut ist, ist der ganze Metallanteil, der jetzt hier vorne auf seiner Rüstung ist. Da hat Mattel auch wirklich ja nichts verändert. Ich dachte jetzt, wir haben hier wirklich komplettes, ich sag jetzt mal, rohes Plastik, na, ohne großartig Farbgebung. Aber das haben sie wirklich nice gemacht. Na, da ist so ein bisschen Farbe auf jeden Fall mit eingearbeitet. Es schimmert und scheint sehr. Das sieht sehr gut aus und sieht natürlich auch sehr stark angelehnt halt aus an den klassischen Ram-Man. Auf der Rückseite sieht das Ganze jetzt so aus. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier überhaupt abmachen könnt, aber ich glaube nicht. Würde ich auch nicht raten. Ist tatsächlich auch wieder ein bisschen härteres Plastik. Ne? Aber ich denke mal, das ist schon völlig okay. Darunter hat er dann natürlich seinen typischen Anzug an, in diesem Weinrot. Auch hier wieder schön mit diesen ganzen Nähten vorne. Das sieht ja eher dann aus wie so ein mittelalterliches Hemd. Das finde ich ganz cool. Aber auch da, wenn ihr mal genau hinschaut, hier ist eine schöne Lederoptik so gesehen drauf. Na, das sieht sehr, sehr gut aus. Also optisch ist das wirklich ein richtiges Highlight, finde ich. Gefällt mir. Hätten sie hier vielleicht noch ein bisschen was mit Farbe machen können, aber das ist Nitpicking, wenn ich ehrlich zu euch bin. Die Oberarme sind fast komplett frei, bis auf die Schultern. Da geht natürlich auch noch ein bisschen die Rüstung bei. Na, dann haben wir hier halt nochmal die Schütze an der Seite. Auch gut, auch von dem Farbmatching her, muss ich sagen, ist das meiner Ansicht nach mehr als okay. Na, hier ist das Ganze eher so ein bisschen halt in einem Metallic-Look. Na, so ein bisschen verwittert halt schon. Das ist schon fast zu clean hier, aber das ist völlig okay. Na, da habe ich schon Schlimmeres in der Masterverse-Reihe gesehen. Ansonsten, sein Gürtel
Natürlich ist auch hier wieder eine Art Totenkopf vorne drauf. Ne? Der Gürtel ist in komplett braun gehalten, ist Teil des Skalptes, aber hier vorne die Gürtelschnalle haben sie wieder in Silber gemacht. Bin ich sehr zufrieden mit. Na, auf der Rückseite ist eigentlich gar nichts großartig Spektakuläres mit dabei. Hier, das Ganze ist wieder in einem sehr weichen Kunststoff gemacht. Das finde ich persönlich auch sehr gut. Na, später dann halt auch für die Beweglichkeit. Was mich unglaublich überrascht hat, sind seine Beine. Denn schaut mal, ihr seht hier eigentlich gar keine Gelenke, oder? Na, da könnte man noch meinen, er ist relativ eingeschränkt von der Beweglichkeit her. Nein, das ist eine Art Gummiüberzug. Schaut mal, er hat eine Gummihose an. Das ist jetzt natürlich so eine Sache, das hat Mattel mit der Masterverse-Reihe bisher noch gar nicht gemacht. Wie verhält sich das Gummi in ein, zwei Jahren? Wird es weich, wird es hart, wird es rissig? Wir wissen es nicht. Na, also da rate ich euch jetzt schon mal vorweg, da ich natürlich auch mit vielen anderen Actionfiguren und Collectibles da ein bisschen Ahnung habe, in den letzten 11 Jahre, die ich hier auf YouTube bin. Lasst Ram-Man lieber in normaler, starrer Pose mit den Beinen. Denn wenn ihr das länger eingeknickt lasst, kann es natürlich sein, trotz dass hier wahrscheinlich sehr viel Spiel drin ist, kann es sein, dass das Ganze vielleicht dann doch mal kaputt geht. Ne? Ansonsten finde ich das echt faszinierend. Ne? Also da wird jetzt nicht irgendwie die Optik unterbrochen. Und später bei der Beweglichkeit werdet ihr auch sehen, die Beweglichkeit ist komplett vollständig hier. Die Stiefel finde ich auch sehr nice, hier mit den Stahlkappen vorne drauf, ne, alles sehr auf metallisch gemacht. Ram-Man könnte auch so eine Art Schmied dann halt sein, ich finde das echt nice. Hier auf der Seite so eine kleine optische Veränderung zum anderen Stiefel, ne, keine Ahnung, was hier abgeht, aber das finde ich auch ganz nice. Schöner Hang zum Detail auf jeden Fall, ne, also dieser Ram-Man gefällt mir. Er gefällt mir wirklich sehr gut. Allein schon in der klassischen Version ist er wirklich gar nicht schlecht gemacht. Na, also ich denke mal schon, dass ihr mit der Figur sehr zufrieden sein werdet. Aber wie immer könnt ihr mir natürlich eure Meinung auch unten in die Kommentare schreiben. Und während ihr das macht, werde ich jetzt mal die verschiedenen Köpfe für euch raufstecken. Als erstes, ich sage jetzt mal schon fast eher die klassische komplette Schutzversion seines Gesichtes. Und zwar, ihr kennt es auch aus der Origins-Version zum Beispiel oder aus der Vintage-Version, glaube ich, in der Vintage-Version gab es das nicht, aber in der Origins-Version. Na, dann hat er halt vor seinem Gesicht nochmal einen kompletten Schutz, na, wenn er jetzt durch irgendwelche Wände durchbricht, damit da ihm nicht auch noch was passiert. Na, ja, ist cool gemacht, aber merkt ihr, dass es farbtechnisch gar nicht passt? Das finde ich schade, denn das ist ein ganz anderer Silberton halt wie jetzt komplett seine Rüstung hier oben. Na, und hier haben sie dann halt auch nochmal... ja, einen komplett anderen Farbton benutzt, so ein bisschen Metallic-Blau. An sich finde ich das sehr cool, auch das Gesicht, wenn ihr mal genau hinguckt. Er guckt da natürlich auch ein bisschen grimmiger, ein bisschen böser tatsächlich irgendwie noch. Na, das sieht schon cool aus, aber die Farbe zumindest vom Silber, das hätten sie noch ein bisschen anpassen können, meiner Ansicht nach. Na, also so weiß ich nicht, ob ich ihn großartig hinstellen würde. Was mir aber gerade auffällt ist, das ist eher der Silberton von den Armschützern hier. Seht ihr das? Ja, so passt es dann tatsächlich wieder. Aber auch da muss ich sagen, ist der Kopf genial gemacht. Mit dem anderen Kopf, der mit dabei ist, kann ich persönlich gar nichts anfangen. Da müsst ihr mir jetzt definitiv mal aushelfen. Ist das die New Eternia-Version? Ne? Ich glaube schon, weil der Kürass nämlich auch so aussieht. Da hat er echt so eine Art, das sieht aus, als hätte er eine Sonnenbrille auf oder eine Schweißerbrille, ich weiß es nicht. Ne? Und das ist dann auch wieder in einer Art Metallic-Blau gehalten und ihr werdet das auch gleich sehen. Sein Kürass hat die gleiche Farbe. Schön finde ich das auch nochmal mit den ganzen Linien in Rot, die da so ringsrum sind. Rot-Orange, das haben sie eigentlich auch ganz cool gemacht. Ne? Das gefällt mir. Ist natürlich Geschmackssache. Ne? Wenn das jetzt nicht euer Ram-Man ist mit diesem Kopf, dann könnt ihr ja Gott sei Dank jederzeit zu einem der anderen beiden Köpfe wechseln. Aber ich finde es einfach genial, dass das mit dabei ist. Und jetzt, wenn der Kopf schon drauf ist, setze ich ihn jetzt nochmal den Kürass um. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Übrigens auch noch eine austauschbare Hand habe ich ausgetauscht. Ne? Ihr habt nämlich da zwei austauschbare Hände einfach nur mal offen für irgendwelche Sachen, die ihr in die Hand drücken könnt. Unter anderem halt seine typische Ram-Man-Axt. Na, bei der Vintage, nee, bei der Origins-Version gab es sogar zwei Waffen. Ich glaube, noch so eine Doppelaxt war mit dabei. Na, aber hier gibt es leider nur so eine kleine Handaxt. Na, aber ist auch völlig okay. Schaut euch den Kürass an. Das ist natürlich jetzt Hardcore-Geschmackssache. Na, und ich bin auch ehrlich zu euch, mein Geschmack ist es jetzt nicht, weil es zu sehr Ram-Man tatsächlich für mich verfremdet. Na, aber es ist interessant gemacht. Wie gesagt, das Ganze ist in einer Art Metallic-Blau gehalten. Die Spikes hier oben drauf sind dann wieder in Silber gemacht. Und vorne drauf hat er nochmal so ein ganz wildes Symbol, was so in Orange gehalten ist. So ein Dämon-Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber das sieht auf jeden Fall interessant aus. Ne? Das könnt ihr auch einfach Ram-Man dann hier wieder überstülpen. Dafür müsst ihr auch nicht den Kopf abmachen. Na, seht mal, das ist riesig, auch auf der Rückseite. Ganz normal hier wieder, na, ihr kennt das ja, mit den Laschen zu befestigen. Ne? Und ihr seht schon hier, da ist noch hier so ein kleines Teil. Teil, ne, wo ihr dann halt unter anderem, wenn ihr möchtet, die Axt reinpacken könnt, ne, damit die nicht verloren geht. Kann man das so regeln? Ja, macht das so.
Na, dann ist die Axt drauf. Na, die schneide immer nach unten, weil sonst könnte man sich verletzen. Na, dann ist die Axt auch gestoraged von Ramman und dann passt das doch soweit. Na, könnt ihr mir ja auch gerne mal sagen, ob das euren Geschmack trifft. Ich persönlich sage, es ist natürlich ein abgedrehtes Design. Deswegen sind es ja auch die New Eternia-Figuren. Na, aber da glaube ich, lasse ich das weg. Oder zumindest, ich denke mal, ich tausche den Kopf aus, weil mit diesem Kopf kann ich echt nichts anfangen. Der sieht mir zu wild aus. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ihr seht ja, ne, einfach abgemacht. Hier ist wieder das Stabkugelgelenk und dann nehme ich, glaube ich, ganz cool den normalen Ramman-Kopf, damit man zumindest noch ein bisschen Rammy erkennt. Dann, ja, doch, so könnte ich ihn lassen. Ne? Dann ist er nochmal schön ausgerüstet. So gefällt er mir tatsächlich ein bisschen besser. Aber auch da ist es, wie gesagt, natürlich Geschmackssache. Der ist aber breit dann dadurch, das ist echt. Ist schon krass gemacht. Ne? Also, das sind die ganzen Zubehörteile, die mit dabei sind. Das gefällt mir. Ne? Ansonsten, ihr wisst, was jetzt kommt. Natürlich, jetzt gucken wir uns nochmal fix die Beweglichkeit an. Denn da ist es mit den Beinen wirklich sehr interessant gemacht. Der ist schon ein ganz schöner Kerl hier. Also, der ist echt cool. Gefällt mir. Also, passt auf. Er hat ja nur diese komplette Rüstung an. Ich habe jetzt auch mal den Kürass komplett drangelassen, aber das macht bei der Beweglichkeit eigentlich gar nichts. Der Kopf lässt sich nach links und rechts einigermaßen drehen. Ihr könntet ihn theoretisch auch 360 Grad drehen. Das geht eigentlich auch mit beiden Köpfen, mit den anderen beiden Köpfen, na, weil die sind eigentlich in der gleichen Größe. Er kann ein bisschen nach oben gucken, er kann ein bisschen nach unten gucken, also eigentlich alles soweit cool. Wenn ihr ihn in eine eher gebeugte Position nach vorne bringen wollt, dass er gerade so losspringen wollt, dann geht das natürlich auch ganz gut, finde ich. Na, also das passt schon mal. Die Arme kriegt ihr so weit auseinander. Ne? Das ist auch völlig okay. Ne? Also mehr als okay, der normale Masterverse-Bewegungsradius. Dann haben wir hier natürlich die Oberarmbeweglichkeit mit eingebaut, der sogenannte Bicep Swivel. Dann die Masterverse-typischen doppelten Ellbogengelenke. Hier tatsächlich ein bisschen locker bei mir. Ne? Und geht natürlich auch erstmal nur wieder die untere Version. Wie sieht es hier aus? Da auch sehr locker tatsächlich. Aber nicht zu locker. Es bleibt in Position. Aber es fällt auf, dass die hier doch relativ... Ja, die sind echt nicht gerade so fest. Also wenn ihr das mit einem Finger schon bewegen könnt, dann stimmt da schon wieder was nicht. Dann können wir die Hände natürlich 360 Grad drehen und ganz normal kippen. Das kennen wir natürlich auch schon. Also wie ihr wisst ja, Standard Masterverse-Beweglichkeit. Der Oberkörper ist separiert, das habt ihr auch gesehen. Dann könnt ihr natürlich auch hier Ramman bewegen. Ihr seht schon, dass der Kürass jetzt abgeht. Das ist nämlich auch so ein kleines Problemchen, denn der ist tatsächlich ein Tucken zu weich meiner Ansicht nach. Ich nehme ihn jetzt doch mal ab, so. Dann könnt ihr nämlich direkt mal drauf gucken. Na, also hier ist wieder ein Kugelgelenk drunter. Da könnt ihr Ramman wirklich sehr gut bewegen. Und ihr habt ja auch gesehen, auch mit Kürass alles möglich. Wieder schöne Hand zum Detail, wenn wir ihn nach ganz hinten beugen. Auch hier geht die Naht von seinem Anzug nochmal weiter. Da bin ich sehr zufrieden mit, dass die das so gemacht haben. Ne? Übrigens, ihr seht auch, dass der rote Anzug so ein bisschen noch einen Drybrush abgekriegt hat. Der hat so ganz dunkle Töne teilweise noch mit drin. Mir gefällt das. Der ist echt stark. Dann haben wir die Hüftbeweglichkeit natürlich wieder über dem Gürtel. Die ist sehr fest und sehr gängig. Das ist gut. Da gibt es keine Probleme. Und jetzt kommen wir zu den Beinen. Na, ich habe ja euch gesagt, dass das Ganze hier wieder relativ weich gemacht ist. Rammy kann die Beine in den Split bringen. Ohne Probleme. Na, das geht. Wir gucken mal drunter. Da seht ihr nämlich, dass bis hierhin das Ganze normales Kunststoff ist. Erst hier geht dann dieser Gummianteil los. Und ihr könnt jetzt auch erkennen, dass, ich mache es mal hoch, dass hier die Separation ist und dadurch haben wir hier auch die Oberschenkelbeweglichkeit und die geht auch einfach ganz simpel. Darunter muss ein ganz dünnes Beinchen halt sein, ne, mit den Gelenken. Denn wir haben sogar die Kniebeweglichkeit. Schaut mal. Wir können die Knie einknicken. Soweit. Das funktioniert. Wie gesagt, ich rate euch dazu, das nicht zu machen, weil weiß nicht, wie sich dann halt dieses Gummi halt über Zeit hält. Gerade in den Bereichen, wo ihr es dann ein bisschen auseinanderzieht. Es ist eine Menge Spiel mit drin, aber ich weiß nicht. Es kann sein, dass wir dann irgendwann hier vielleicht doch mal Risse haben. Also ich wäre da persönlich ein bisschen vorsichtiger. Ne? Da habe ich jetzt von Mattel in der Hinsicht noch nie großartig was gesehen, dass die sowas mit reinbringen. Ich finde die Idee an sich sehr stark, damit so ein bisschen die Optik gewahrt wird. Ne? Also eine mutige Aktion auf jeden Fall. Aber wir müssen dann natürlich über Zeit gucken, ob sich da irgendwas tut. Ne? Aber es ist interessant gelöst, bin ich ganz ehrlich zu euch. Fühlt sich auch, ich bin immer am Gange hier. Ich muss immer rumdrücken oder sowas und darunter mal fühlen, wie die Gelenke sind und alles. Finde ich sehr faszinierend, also cool gemacht. Ansonsten die Stiefel, ihr seht das ja auch, da ist die Separation drin. Ne? Ihr könnt hier das Ganze drehen. Passt auf, das Gummi bewegt sich so ein bisschen dann halt mit, aber nicht schlimm. Na, und die Füße können wir ganz simpel wie immer nach hinten, nach vorne bringen und auch die seitliche Beweglichkeit. Na, der Ankle Pivot ist natürlich mit am Start. Finde ich cool. Na, also, mal wieder eine neue Idee von Mattel für Ramman. Mir gefällt er wirklich unglaublich gut. Mehr gibt es nicht zu zeigen zur Masterverse New Eternia Ramman-Figur von Mattel.
Ganz ehrlich, wenn ihr ein Ram-Man-Fan seid, dann ist der auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von meiner Seite aus. Der ist unglaublich cool. Mir macht er wirklich sehr viel Spaß. Das einzig Negative, was ich wirklich hieran sagen kann, ist, dass sein Kürass ein bisschen zu weich ist. Ich habe immer das Problem, dass an der Seite die eine Lasche mal immer wieder rausrutscht. Na, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Ram-Man ganz normal klassisch hinstellen wollt, dann ist das sowieso nicht euer Problem. Das Zubehör an sich wirklich wieder sehr schön. Wie gesagt, das Deluxe-Set kann auf jeden Fall auch überzeugen. Na, die beiden austauschbaren Köpfe, das sind wieder sehr, sehr wilde Sachen gerade. Wie gesagt, ich glaube, der New Eternia-Kopf hier, na, das ist wirklich mal was ganz anderes, was ich so noch nie gesehen habe. Ihr habt die Axt dabei, den Kürass mit dabei und dann halt noch die austauschbaren Hände. Ich denke mal, das ist alles wieder mehr als ausreichend. Ein schönes Set auf jeden Fall, was eure Masters of the Universe Masterverse-Sammlung ja, wieder gut erweitern wird. Wir haben echt ein paar richtig, richtig gute Helden mittlerweile dabei. Na, sehr klassische, ikonische Helden. Ich bin mal gespannt, was wir in Zukunft noch kriegen werden. Ein Mechaneck wäre zum Beispiel noch ganz cool. Der fehlt irgendwie auch noch in der Runde. Na, aber mittlerweile haben wir echt schon einige gute dabei. Wie gesagt, eure Meinung und Kommentare gerne wieder unten rein. Däumchen nach oben für das Video, wenn es euch gefallen hat. Liked und teilt es, wenn ihr mögt. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video wieder. Also, macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.